Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PlayStation und 3 Tutorial. Ja, in dem heutigen Video gibt es mal wieder meine Falle und zwar die Redstone-Lampenfalle oder Lichtfalle, keine Ahnung wie ich eine Falle nennen werde. Diese Falle ist eigentlich genau das gleiche wie die Ofenfalle oder wie die Jukebox-Falle, also genau dasselbe Prinzip. Ich wollte trotzdem nochmal ein separates Video drüber machen, weil ich das mit der Redstone-Lampe ja auch, ja, auf jeden Fall hilfreich und gut finde. Und kommen wir einfach mal zu den Materialien, und zwar brauchen wir irgendeinen Block, um das Ganze zu verstecken. Ich nehme jetzt einfach mal den Grasblock. Und die Redstone-Lampe brauchen wir logischerweise einen Hebel, um die Redstone-Lampe zu aktivieren, oder einen Knopf. Redstone, Redstone-Fackeln, TNT und einen Wassereimer. Und als allerersten Schritt platzieren wir unsere Redstone-Lampe an irgendeiner beliebigen Stelle, so. Und links neben dieser Redstone-Lampe gehen wir jetzt zwei unten in die Erde rein, rechts daneben genau das gleiche. Und den Block unter dieser Redstone-Lampe hauen wir auch direkt weg, damit die Lampe sozusagen schwebt. Und jetzt kommt natürlich ein automatisches Speichern mitten in meinem Tutorial. Tut mir leid auf jeden Fall dafür, das war jetzt nicht geplant. Aber das Ganze geht ja zum Glück schnell. So, dann nehmen wir den Wassereimer und platzieren den Wassereimer genau in der Mitte. Also genau unter diesem Redstone-Lampe, wollte ich schon sagen. Unter dieser Redstone-Lampe hier, damit das Ganze so aussieht. Die rechte Seite macht mir komplett zu und achtet darauf, dass ihr zwei Blöcke benutzt. Also nicht so zu macht, sondern so zu macht. Zwei Blöcke. Und rechts neben diesem Zug macht ein Block hier. Das können wir uns ja einfach so markieren. Gehen wir zwei runter. Nochmal zwei runter. Nochmal zwei runter. Dann gehen wir drei runter. Und das Ganze dreimal. So. Und dann gehen wir wieder dreimal, zweimal runter. Damit das Ganze so aussieht. Also einmal, zweimal, dreimal zwei Blöcke runter. Dann dreimal drei Blöcke runter und dreimal zwei Blöcke runter. Und hier wird dann das ganze TNT platziert. Ich mache das jetzt natürlich wieder grob, weil es ein Tutorial ist. Ihr solltet das Ganze am besten versteckt machen, damit eure Freunde drauf reinfallen, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr könnt das natürlich beliebig verlängern, die ganze Falle. Ihr könnt das natürlich nach da hinten verlängern. Unter der Erde natürlich werde ich das alles machen. Und dann brauchen wir unsere Redstone-Fackel. Die platzieren wir hier mittig. Achtet darauf, dass ihr die nicht hier platziert, sondern genau hier in der Mitte. Dann den Redstone. Hier unten kommt auch eine Redstone-Fackel. Redstone, Redstone. Ich glaube, hier unten kommt doch keine Redstone-Fackel. Sondern nur Redstone. Und hier auch eine Redstone-Fackel. Die sollte kurz aufblinken und dann wieder ausgehen. Und hier noch ein Redstone. Achtet auf jeden Fall darauf, dass diese Redstone-Leitung hier oben aus ist. Sonst wird euer TNT sofort aktiviert. Und ja, jetzt können wir das Ganze hier schon wieder verdecken. Damit keiner Verdacht schöpft. Und diese Blöcke hier müssen wir jetzt auch komplett abhauen. Diese zwei, die wir da eben neu platziert haben. Achtet darauf, dass ihr das ganz schnell hintereinander macht. So. Und dann sollte das Wasser hier einfach so abgetrennt werden von der unsichtbaren Wand, sag ich jetzt einfach mal. Und das Ganze können wir dann so verstecken. Ups, ich fliege noch. Moment. So. Und den Hebel platzieren wir jetzt einfach mal hier hin. Aktivieren das Ganze, das Licht sollte angehen. Und das TNT sollte jetzt auch aktiviert werden. Das Ganze hat funktioniert. Ich hoffe, euch hat dieses Video mal wieder gefallen. Ich habe jetzt mir vorgenommen, mal wieder mehr Tutorials zu bringen. Und ja, wenn ihr neu seid, schaut einfach mal auf meinen Kanal vorbei. Da findet ihr lauter solcher Tutorials. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine Bewertung da und schreibt in die Kommentare irgendwelche speziellen Videowünsche oder Kritik. Keine Ahnung, irgendwas in die Kommentare schreiben. Und ja, dann bis zum nächsten Tutorial, Leute. Tschüss. Can't stop, failure's not an option. Learn from our mistakes, we adapted as a doctrine. Locked and reloaded in blood, sweat, devoted. Thought that they could keep us down, we would stay deep.